Ich grüße euch zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Wir waren hier stehen geblieben mit Warrick auf den Wehrgängen. Wir haben nicht wirklich viel geschafft im letzten Video. Ihr erinnert euch sicherlich noch, denn wir hatten ja das kleinere Problem mit Warrick und dem Helden oder dem Champion von Kirkwall. Sprich, auf den Wehrgängen mit Warrick. So, ich habe den Spielstand nachgestellt, den Dialog mit Cole genauso geführt. Ich glaube, ich habe mich sogar... Ich meine, das wäre genauso gewesen. War auf jeden Fall das Ergebnis das gleiche. Cole bleibt bei der Inquisition und wir reden mit Warrick. Und wir machen einen eigenen Champion von Kirkwall. Aha. So, anpassen. Allgemein, jetzt geht's. Die Gesichtsform. Ja. Wie machen wir den denn? Das finde ich deutlich besser. Wobei an sich ist... Nee, ich fand das doch deutlich besser. Das hier. Hautfarbe ist in Ordnung. Ich würde tatsächlich gern das Grundprinzip beibehalten von ihm. Da man ihn so auch gut identifizieren kann. Nur so ein paar kleine feine Anstimmungen, ein paar kleine feine Anpassungen. Wobei der Bart mir ja vollkommen missfällt, muss ich sagen. Ich meine, wenn ich ihn wirklich machen würde, wenn wir Dragon Age 2 spielen, würde er auch nicht einen solchen Bart erhalten, wenn wir mal ehrlich sind. Daher würde ich sagen, passen wir den Bart mal an dieser Stelle. Ja, es ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Er muss irgendeinen Bart haben. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Ich weiß nicht, ob wir ihm sowas hier geben sollen. Das sieht so übertrieben aus. Oder halt diesen Standardbart, den er ja nun mal auch in Dragon Age. Zwei standardmäßig hatte, glaube ich. Mensch, untendiere ich ja zu sowas hier. Es ist natürlich ein wenig speziell, dessen bin ich mir bewusst, aber wir wollen ja auch die Charaktere ein wenig voneinander abheben. Ich würde sagen, ansonsten Narben und Tätowierungen, Narben. Sehe ich jetzt gar nicht, lassen wir mal. Ich würde sagen, ansonsten lassen wir auch alles so, wie es ist, denn jetzt, man kann ihn ja nun mal identifizieren, das soll ja auch so bleiben. Make-up, Mund, Kiefer ist in Ordnung, Augen, ja... Können wir ruhig ein bisschen umändern, damit er nicht mit dieser Standardcharakter ist. Aber prinzipiell, wie gesagt, vom hauptsächlichen Aussehen her, würde ich ihn doch gerne so lassen, wie er ist, um ihn nachher gut identifizieren zu können. So, abbrechen, bearbeiten, Änderung übernehmen. So, das soll mal reichen. Wie gesagt, nur um ein bisschen Individualität zu schaffen und trotzdem den alten Champion zu behalten. Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Korypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Die
Diese Aussicht erinnert mich an Kirkwall. Von meinem Balkon konnte man die ganze Stadt überblicken. Anfangs war ich begeistert. Doch irgendwann sah ich nur noch die Leute, die von mir abhängig waren. Also ich muss sagen, wir haben leider Dragon Age 2 an dieser Stelle noch nicht gespielt, aber dass sie diesen Charakter hier hereinwerfen, finde ich ja mehr als beeindruckend. Ja. Der Verlust wiegt schwer, sicherlich. Ich weiß, wie das ist, hört sich schlimm an. Ja, als Champion von Kirkwall hat er natürlich auch schon seine Abenteuer durchgemacht. Wir wissen es aus Dragon Age Keep. Ich würde sagen, der Verlust wiegt schwer. Habt ihr von Haven gehört? Sicher. Deshalb sind wir hier. Darum habe ich Wehrgänge, keine Balkone. Hoffentlich reicht das. Varric sagt, ihr hattet schon mit Korypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Ui. Das wäre zum Beispiel schon mal eine mögliche Lösung, warum sie weg sind. Ja. Könnten wir sie trotzdem noch umkehren? Könnten wir sie noch für uns gewinnen? Wenn das mit den Wächtern passiert ist, können wir sie dann befreien? Vielleicht. Aber erst müssen wir mehr wissen. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Korypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Okay. Und was habt ihr untersucht? Wenn ihr nichts von Korypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzten ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Rotes Lyrium, sagt ihr? Das hat Korypheus benutzt, um die Templer zu seinen Sklaven zu machen. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Das wäre super. Ja, wir danken ihm natürlich für die Information. Wäre sehr schön, wenn er hier bleiben würde übrigens. Danke für eure Hilfe. Ich mache das ebenso für mich wie für euch. Korypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor? Das finde ich ja genial. Hawk ist somit hier in der Feste. Ich würde ihn gerne hier haben. Ich bin mir nicht sicher, ob er bleibt. Ihr habt Korypheus bekämpft. Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Korypheus getötet. Die Grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot. Das schwöre ich. Das werden wir herausfinden, wie tot er war. Ja, wo wart ihr? Wo kommt ihr her? Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können. Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Okay. Ja, erzählt mir von Anders. Ich wüsste gern mehr über Anders. Wie war er? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. Okay, und warum seid ihr alleine? Genau, wo sind eure Begleiter oder, ja, vielleicht Anhänger oder vielleicht sogar Verehrer aus Kirkwall? Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, bat ich meine Freundin Aveline, meine Schwester aus den freien Marschen wegzubringen. Mein Onkel Gamlin ist noch immer in Kirkwall, aber all die anderen, die ich dort kannte, die sind in alle Winde verstreut. Ja, und Varric. Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt. Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion, aber von der Inquisition hält er sehr viel. Die macht die Sauerei des Blondschopfs weg. Ich denke, das waren seine genauen Worte. Okay. Ja, auf Wiedersehen.
Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns in Kammwald. Hier wartet der Abgrund. Macht benötigt 8 von 8. Gehe zum Kartentisch, um den Wächter zu finden. Der Kammwald. Somit eine weitere Aufgabe, die wir erledigen könnten. Ich würde sagen, es ist aber auch langsam an der Zeit, dass wir tatsächlich der Himmelsfeste den Rücken kehren und uns mal aufmachen in Richtung des Kartentischs. Ich bin natürlich schon ein bisschen, genervt oder enttäuscht, weil jetzt tatsächlich, wie gesagt, im letzten Video dieser Fehler auftrat. Aber trotzdem werden wir unser Bestes geben. Hat Blackwall vielleicht jetzt etwas zu sagen? Bei allem, was recht ist, ein Dämon, der jemandes Gesicht trägt. Ich nehme an, das macht es riskant, anderen zu vertrauen. Ja, Vertrauen ist aber sehr, sehr wichtig. Wie sollten wir ohne Vertrauen Bündnisse schmieden oder Freundschaften aufbauen? Es ist leicht, von Vertrauen zu reden, wenn das eigene niemals missbraucht wurde. Das stimmt auch wieder. Variks Freund Hawk meinte, es gäbe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Ja, und die müssen wir auf jeden Fall finden. Ja, sein Verstand ist in Ordnung, das wissen wir selber. Wenn das wahr ist, sind sämtliche Wächter in Gefahr, sogar ihr. Wir sollten eure Brüder also besser finden. Ihr habt recht, und wenn euch Hawk einen Anhaltspunkt gegeben hat, wo wir mit der Suche beginnen können, sollten wir unverzüglich aufbrechen. Meine Meinung? Nichts im Moment, vielleicht später. Ja, gehe zum Kartentisch. Ich würde tatsächlich zuallererst gerne die Aufgabe rund um die Wächter erledigen, da ich denke, dass das einen wesentlichen Bestandteil haben wird. Und ich gerne herausfinden möchte, wo die alle hin sind. Das musste ja passieren. Jetzt bin ich hier noch blöder gelaufen. So. Entschuldigung. Wir gehen wieder hoch, zurück zum Thronsaal. Ich bin gespannt, inwiefern sich die Himmelsfeste nach und nach weiterentwickeln wird. Denn so ist sie ja nicht gerade ansehnlich. Geschweige von dem ganzen kaputten Dächern und der leeren Waffenkammer. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr enttäuschend, dass wir einfach eine leere Waffenkammer vorgefunden haben. Aber es wird sich sicherlich alles noch ändern. Varric ist jetzt hier. Solus, mein Freund. Hallo? Ja, erzähl mir von Korypheus. Ich muss mehr über Korypheus erfahren. Das haben wir auf unserer Reise zur Himmelsfeste bereits besprochen. Was soll ich euch noch dazu sagen? Cassandra und Varric scheinen mehr über unseren Gegner zu wissen. Ja, aber ich respektiere euch natürlich trotzdem. Ihr habt mich immer gut beraten. Und jetzt könnte ich einen Rat gebrauchen. Verzeiht mir, Inquisitor. Meine schlechten Manieren beschämen mich. Ich habe zwar kein geheimes Wissen, aber ich werde tun, was ich kann. Ja, okay. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht zu viele Dialoge führen. Wir sind jetzt schon seit einigen Videos nur hier in der Feste unterwegs. Aufordnung von Quellen über das Nichts. Zu eurer Aufforderung. Als anerkannte Partnerin der Inquisition hat Lady Montelier dafür gesorgt, dass unsere Kontakte rasch antworten. Die wenig verbliebenen Titel sind diesem Brief beigefügt und die anderen sind aus Bibliotheken in Val-Royaux und Umgebung bereits unterwegs. Archivar Bannon. Das Nichts und die mysteriösen Geister von Bruder Fernandi Genitivi. Beobachtung eines Verzauberers, Verfasser unbekannt. Der unheilige Segen, pipapo, pipapo. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Es folgen noch zwei weitere Seiten mit aufgelisteten Titeln. Ja, in unserem Fall drei Seiten. Hier geht's sogar nach oben. Dorian, mein Freund. Großartig, oder? Als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen, frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? Nein, ich hatte nur gehofft, du würdest unser Dorf nicht wie einen Ameisenhaufen zertreten. Oh, tut mir leid. So sind Erzdämonen nun mal. Lässt sich nicht ändern. Rede ich zu schnell für euch? Nee, um Gottes Willen. Also das machen wir nicht. Ja, keineswegs. Wir konnten gut folgen, finde ich.
Macht euch um mich keine Sorgen, ich kann euch durchaus folgen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Jetzt gerade. Sicher. Wärt ihr ein dummer Bauerntöppel, wärt ihr längst tot. Ich hatte immer angenommen, der Älteste hinter den Venatori wäre ein Magister, aber das ist etwas völlig anderes. In Tevinter sagen sie, die Geschichten der Kirche über Magister, die die Verderbnis bringen, seien nur Geschichten. Aber jetzt stehen wir hier genau vor so einem Magister der dunklen Brut. Sie sagen also, die Kirche lügt? Wer hat die Verderbnis dann in den Augen des Reichs ausgelöst? Ihr wisst ja, wie das ist. Nicht wir. Sie sagen, die dunkle Brut war schon immer da, dass die Magister und die Verderbnis nichts miteinander zu tun haben. Überrascht euch das? Niemand gibt gerne zu, dass er ins Bett gemacht hat. Aber wenn Korypheus einer der Magister war, die die schwarze Stadt betraten und zur dunklen Brut wurden, welche andere Erklärung gibt es dann? Eventuell keine, aber ja, er könnte theoretisch natürlich lügen. Wir wissen nur, was Korypheus vorgibt zu sein. Stimmt, er könnte ein überzeugender Lügner sein oder ein Verrückter. Vielleicht hat er ja Wahnvorstellungen. Aber wie viele Verrückte mit Wahnvorstellungen haben dieses Wissen? Immerhin hat er das Nichts aufgerissen. Ich wusste, was man mich lehrte, konnte nur die halbe Wahrheit sein. Aber ich nahm an, dass es einen wahren Kern enthält. Irgendwo. Aber nein, wir waren es. Wir haben die Welt zerstört. Ja, noch ist es nicht so weit. Jammern, wir wollen ihn nicht blöd anmeckern. Ihr seid nicht verantwortlich, wir wollen ihn auch nicht so zusprechen. Ich denke mal, wir sprechen eher davon, dass das Schicksal der Welt noch nicht endgültig ist. Soweit ich weiß, hat die Verderbnis die Welt noch keineswegs zerstört. Aber versucht hat sie es. Wären sie nur etwas schlauer, hätten sie etwas gerufen, das die Welt wirklich zerstört. Ich denke nicht daran, Korypheus gewinnen zu lassen, solange sich nicht irgendwer aus Tevinter gegen ihn gestellt hat. Es wäre schön gewesen, wenn ihr geholfen hättet, Alexios aufzuhalten, aber das ist vorbei. Also schwamm drüber. Wenn es euch egal ist, würde ich gerne bleiben und der Inquisition helfen. Ja, ihr seid natürlich willkommen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Niemand wird mir danken, egal was passiert. Und euch auch nicht. Das ist euch doch klar, oder? Niemand mag Pessimisten. Ich brauche keinen Dank, das kann niemand wissen. Ja. Dank brauchen wir nicht, denn wir retten ja auch immerhin irgendwo unser eigenes Leben, wenn wir mal ein bisschen egoistisch sind. Deshalb mache ich das nicht. Ich dachte mir gleich, dass ihr nicht so dumm seid. Ich weiß nur eines. Korypheus muss aufgehalten werden. Männer wie er haben meine Heimat zerstört. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er auch noch die Welt zerstört. Oh, und Glückwunsch zu diesem ganzen Inquisitionshokuspokus übrigens. Hey, das war mies. Das ging unter die Gürtellinie. Ach, was haben wir denn hier? Lesen. Der Schleier. Was ist das denn jetzt? Erfolg freigeschaltet. Die Klügsten ihrer Zeit. Okay. Das wollte ich gar nicht. Der Schleier. Ich lehne die Auffassung ab, der Schleier sei eine Art unsichtbarer Vorhang, der die Welt der Lebenden von der der Geister trennt. Ob man letzteres nun nichts oder jenseits nennt, hängt von der Rassenzugehörigkeit ab, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Wenn wir vom Schleier sprechen, gibt es nicht diese Seite und die andere Seite. Man darf ihn sich nicht als körperlich erfahrbare Barriere oder gar als schimmernde Wand aus heiligem Licht, danke für dieses Bild, eure Vollkommenheit, vorstellen. Ich würde eher sagen, der Schleier öffnet einem die Augen. Erst waren sie geschlossen, man sah die Welt, wie sie die meisten sehen. Statisch, fest, ohne Veränderung. Jetzt sind die Augen offen und man sieht die Welt, wie sie die Geister sehen. Chaotisch, im ständigen Wandel, eine Welt, in der das Erdachte und das Erinnerte ebenso viel Substanz haben wie das Seiende. Ja, mehr sogar. Ein Geist sieht alles so, wie Wille und Erinnerung es festgelegt haben. Deshalb ist er auch so orientierungslos, wenn er den Schleier durchschritten hat. Denn in unserer Welt hat die Fantasie überhaupt keine Substanz. Objekte existieren unabhängig davon, wie wir uns an sie erinnern oder welche Gefühle wir mit ihnen verbinden. Nur Magier haben die Macht, die Welt mit ihren Gedanken zu verändern. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum Dämonen sich von ihnen angezogen fühlen. Wer weiß. Jedenfalls geht es beim Durchschreiten des Schleiers eher darum, dass sich die Wahrnehmung verändert, nicht um einen tatsächlich körperlichen Übertritt. Der Schleier ist eine Idee,
die den Akt des Übergangs an sich beschreibt und nur der Umstand, dass sowohl Lebende als auch Geister diesen Übergang als schwierig empfinden, verleiht dem Schleier die Berechtigung, überhaupt als physische Grenze begriffen zu werden. Aus Disseration über das Nichts als physikalische Manifestation von Mareno, oberstem Verzauberer des Zirkels der Magie, von Mineratos, 655 Zeitalter des Stahls. Lesen, lesen, lesen. Lesen. Die Torheit von General Nicht-Cheritan. 4. Das war ein derart überwältigender Sieg, dass Jubel für General Nicht-Cheritan ausbrach. Der Respekt und die Bewunderung, die ihr entgegenschlugen, verliehen Nicht-Cheritan den Mut, stolz nach vorne zu treten und die Maske abzulegen, damit sie ihren wahren Namen erführen. Denn hatten sie sie nicht akzeptiert? Hatten sie von ihrer Führung nicht profitiert? Waren sie nicht ungeachtet von Stellung und Masken sowie dem Unsinn der Etiketten Kameraden geworden? Die Antwort kam schnell und unerwartet. Nein. Sie wurde rasch abgeführt, begleitet von Rufen wie Betrügerin, Spionin und noch Schlimmeres, denn sie hatte Orlais noch immer nicht verstanden. Ja, da geht es wahrscheinlich um eine Frau, die sich verkleidet hat, so wie ich das verstanden habe. Interessant. Wen haben wir denn hier? Helisma. Ich grüße euch, Inquisitor. Ich bin hier, um euch bei jedweden Nachforschungen zu helfen. Ihr werdet feststellen, dass meine Fähigkeiten außerordentlich sind. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich. Ja, gerne. Seid ihr Mineves Nachfolgerin? Übernehmt ihr Mineves Pflichten? Ja, ihr Tod riss diese Lücke. Mir wurde gesagt, dass viele sie vermissen. Angesichts meiner Fähigkeiten wird ihre Kunst euch nicht fehlen. Das hoffe ich. Welche Fähigkeiten denn bitte? Wie könnt ihr der Inquisition dienen? Ich soll euch bei der Erforschung all jener Kreaturen helfen, auf die ihr bei eurem Wirken als Inquisitor stoßt. Was genau qualifiziert euch? Ich erinnere mich, dass ich Tiere mochte. Warum, weiß ich nicht mehr. Ah, eine Besänftigte. Wurdet ihr besänftigt? Ja, das wurde ich. Es war notwendig angesichts der böswilligen Natur, die Magie zu einer gefährlichen Kunst machte. Ich weiß noch, die Zeit war schwierig, aber ich erinnere mich nicht warum. Allerdings sind meine Fähigkeiten hier von großem Nutzen. Okay, und ja, was bringen denn so eure Fähigkeiten momentan? Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind nicht optimal angesichts der Möglichkeiten. Die Himmelsfeste sollte verbessert werden, oder unsere Bemühungen werden stagnieren. Ja. Weitermachen. Ja, Inquisitor. Stagnieren. Abgeben können wir nichts. Haben wir hier oben noch etwas? Oh Mann. Schnellreise. Es gibt also sogar innerhalb der Feste mehrere Schnellreisepunkte. Das ist ja auch mal sehr schön. Untersuchen. Ist das wieder ein Text? Es ist ein Text. Ich würde sagen, wir setzen hier mal einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Video die Himmelsfeste verlassen und zum Kartentisch gehen. Ich bin gespannt, welche Aufgaben auf uns warten. Und zuallererst würde ich mich tatsächlich gerne dem Verschwinden der Wächter widmen. Hier wartet der Abgrund, so heißt die Aufgabe. Und ich bin gespannt, wo die Wächter hin sind. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit unserem Inquisitor und verschwundenen Wächtern. Bis dann, Leute.